Okay, Entschuldigung, ich muss mit dem nötigen Ernst bei der Sache bleiben. So, ich würde sagen, wir werfen zuerst mal hier eine Röhre kaputt. Der muss sich jetzt brausen gehen. So duscht mein Vater immer. So, das erste hätten wir gleich. Das war ja gar nicht so schwer. Okay, hier. Verkleide dich, damit du durch das Tor gelassen wirst. So können wir ja nicht durchbrechen oder denen hier den Hintern versohlen. Nee, das geht natürlich nicht. Es fällt auch nicht auf, wenn die hier so herumrennen und dann später kommen sie in aller Montur raus. Aber egal. Ich stelle natürlich nicht die Physik des Spiels in Frage. Wie kommt ihr denn drauf? Wie könnte ich denn nur? Welchen Grund hätte ich denn dafür? So, schön übergreifen. Dann können wir nämlich ein schönes Katapult bauen. Ah, jetzt kommt aber ein Wukai. Die hat die weiße Hand drauf gehabt. C. Und da sind wir auch schon. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt praktisch. So, weg mit ihm. Aber der Helm bleibt hoffentlich da. Jawohl, sehr schön. Was mich aber noch mehr interessieren würde, ist nämlich das Geld. Schön. Da bekommen wir einfach mal so 10.000 mehr. Den Helm darf jetzt der liebe Frodo anziehen, behalten, was weiß ich. Damit er auch was hat. Dann brauchen wir noch nur noch einen Helm und einen Brustpanzer. So, was ist mit dem da? Okay. Also, sobald wir hier rüber gehen wollen, ist der zur Stelle, ist klar. Das heißt, wir müssen hier irgendwie rein. Würde sich anbieten von der anderen Seite. Das heißt, hier sind wir machtlos. Okay. Gut zu wissen. Ah, hier könnte noch was zu machen sein. Hier mal. Nee. Vielleicht von oben. Lass mich mal kurz vorbei. Ich bin kurz am Überlegen. Nee, da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin. Okay. Egal, es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten. Und zwar könnten wir hier so rüber. Ah, okay, hier so ein bisschen Schachbrett bauen. Schön gemacht. Ah, hier werden wir wahrscheinlich nicht raufkommen. Nee, nicht wirklich. Kann ich da was dagegen haben? Nee. Werfen wahrscheinlich auch. Werfen auch nicht. Nee. Nee, nicht wirklich. Okay. Gut. Da ist wieder ein Ork drinnen. Der duscht hier noch fröhlich. Ich nehme aber trotzdem stark an, dass wir irgendwas hier tun können. Weil da drin nämlich ein Panzer ist. Verschieben können wir den natürlich nicht. Nee. Aber irgendwie müssen wir doch raufkommen. Gibt's hier vielleicht einen anderen Weg oder sowas? Kannst du vielleicht hier... Ach so, falsch. Genau, falsch.
Egal. So, jetzt hier mal die Spinne runterkloppen. Wie komme ich denn da rüber? Habe ich da irgendeine Chance? Sieht düster aus. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter rein. Nee, leider. Ah, was ist das hier? Da ist auch ein Ork drinnen. Okay. Ich schlage einfach mal alles kaputt. Mit Stich geht es aber besser. Ich wundert mich auch, dass hier jetzt nicht das Schwert blau leuchtet, weil es sind ja eigentlich Orks in der Nähe. Das ist fragwürdig, aber egal. Ob ich hier wirklich rauf muss? Würde mich wundern. Nee, glaube ich nicht. Okay, kann ich hier vielleicht rein irgendwo? Nee, okay, das wäre auch komisch gewesen. Das hätte mich auch gewundert. Ah, ich weiß schon, natürlich. Mann, wie kann man so blöd sein? Und zwar muss natürlich einer jetzt mal die ganze Uniform tragen. Boah, wie kann er denn den verlieren? Kann er den vielleicht irgendwie ablegen? Das wäre ja doof. Jetzt hier, ich glaube nämlich, wenn der eine nämlich ganz verkleidet... Wieso kann ich den vielleicht jetzt hier irgendwie so... Ist schwierig. Da kann man es natürlich jetzt nicht wegwerfen, das ist ja klar. Ach man, das ist doof. Aber da oben müsste man rüberkommen. Bloß kann ich jetzt hier nichts verschieben. Und hier auch nichts irgendwie dagegen werfen. Das ist fragwürdig. Werfen geht auch nichts, nee. Vielleicht kann ich so eine Räuberleiter machen. Irgendwie so mich raufbaggen. Weil ich nehme stark an, dass wir hier irgendwas brauchen, um hier hochzukommen. Was ich aber jetzt nicht finde... Und das ist natürlich doof. Puh, da stehe ich wieder auf der Leitung. Das tut mir leid. Ah, hier könnte man rauf. Okay, wenn man ein Gollum wäre, könnte man dann hier rauf. Ich kann hier jetzt einfach mal alles abholzen, aber ich glaube, das bringt sich sowieso nichts. Ich glaube wirklich, dass ich da oben rüber muss. Aber wie setze ich denn das dann am besten ab? Das geht ja gar nicht. Ach nee, doch. Mann, wie blöd kann man denn eigentlich sein mit einer Kiste? Es tut mir leid, Leute. Natürlich, was liegt denn näher? So, also schnell mal den Elbenmantel übergezogen. So, ich brauche immer ein bisschen. Fällt Gott sei Dank nicht auf. Sehr schön, sehr schön. Spitze. Ist schon recht. Ist schon in Ordnung. Ah, hier kann ich mir jetzt einen schönen Hammer zusammen. Einen Steinhammer. Kann normalerweise nur Gimli. So, hier muss ich dran drehen und dann kann ich mir einen schönen Helm nehmen. Den darf sich jetzt Sam gönnen wieder.
Dann ist er schon mal voll ausgerüstet. Und wir gehen jetzt hier rüber. Da müssen wir noch was entfachen. Ach, es tut mir leid, Leute, dass ich wieder so lange gebraucht habe. Hier im Hintergrund schon ein schöner Schicksalsberg. Den kennen wir. Den haben wir das letzte Mal, glaube ich, gesehen im ersten Teil, wenn mich nicht alles täuscht. So, runter. Und, oh, oh. Und runter. Da kriegen wir einmal so einen schönen Elbenmantel, setzen den eh nie ein und dann, wenn wir es mal müssen, dann vergesse ich natürlich drauf. Das ist typisch und dafür entschuldige mich, das tut mir furchtbar leid. So. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, jawohl, da kann man jetzt so rauf. Und der andere schiebt an. Genau, so ist das gedacht. Schön, wieder einen Entwurf. Hier wieder viel Knete, glaube ich. Und wir haben den wahren Abenteurer erreicht. Sehr schön. Aber Rüstung, war jetzt hier eine Rüstung drin? Nichts, dass ich wüsste. Wo ist denn hier dann eine Rüstung drin? Das ist jetzt natürlich doof und ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht aufschlagen. Ah doch, hier drin. Natürlich, jawohl. So, jetzt aber. Jetzt aber hier. Jawohl. Schönes Ding. So ein fetter Atompilz. Wir haben es geschafft, Herr Frodo. Bis nach Mordor geschafft. Das ist er. Das Auge. Sehen wir erst mal zu, dass wir da runterkommen. Dann mal viel Glück. Cirith Ungol. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Und wir haben nämlich auch zwei Charaktere freigeschaltet. Sam. Oh, und noch einen Chagrat. Also Frodo und Sam in Ork-Verkleidung. Und wir haben Chagrat, diesen komischen Super-Ork. Und wir haben den wahren Abenteurer, Leute. Nebenbei 54.000 Münzen gesammelt, die uns zum wahren Abenteurer verholfen haben. Insgesamt 627.150 Münzen und einen Entwurf Mietel-Eisen-Eisbogen. Und wir bekommen einen Stein für das abgeschlossene Level, für den wahren Abenteurer und für die Entwürfe. Das heißt insgesamt jetzt 20 silberne Steine. Und wir setzen die Geschichte fort. Was ich am Spiel hier lustig finde, ist, dass die Story eigentlich so zerrissen ist. Weil ja eigentlich das, was wir jetzt gerade gespielt haben, so ziemlich am Schluss ist. Aber jetzt kommen wir eh nicht weiter. Aber da, soweit mussten wir spielen. Jetzt werde ich hier mal... Nee, das ist wahrscheinlich eine Kartenstatue. Okay. Mein Fehler. Mordor. Was gibt's denn hier alles zu erledigen? Oh, gibt schon viel. Gut, dann wechseln wir mal zu den lieben Gefährten. Die jetzt hier vor Isengard sind. Hier auch eine Kartenstatue, die werde ich mal nicht nehmen. Und da geht's lang. Wir reiten fort. Ich denke nach Osgiliath. Ah, im Hintergrund schön der Schweif Saurons und der Schicksalsberg. Dann die weiße Stadt Gondor. Oh, und wir müssen nochmal nach Rohan reiten. Über die Brücke ins Königreich Rohan. Das ist nämlich am Anfang vom Film.
Pippin. Die Nacht hat... Ich will's mir nur mal ansehen. Er hat zu viel gesehen. Närrischer Tuck! Gandalf! Was hast du gesehen? Da war ein weißer Baum in einem Hof aus Stein. Er war tot. Gondors. Einen Angriff auf die Stadt Minas Tirith. Sie müssen gewarnt werden. Das werden sie. Ich reite nach Minas Tirith und ich werde nicht allein gehen. Ein Pferd wäre von Vorteil. Rohans Volk muss kriegsbereit sein. Und Rohan wird antworten. Die Heerschau soll beginnen. Versammelt das Heer in Dunhar. So viele Männer, wie sich finden lassen. Reiten wir nach Gondor. Und in den Krieg. Lauf, Schattenfell. Zeig uns, was Eile heißt. Merry! Oh. Okay, wir müssen nochmal wechseln. Und zwar... Jetzt leider ohne Pferd. Darauf müssen wir den ganzen Weg zu Fuß. Und ich sag's bloß immer wieder. Ich weiß, ich bin ein Bergsteiger. Na, wer weiß, wo war das? Okay. Könnte ich machen, könnte ich in die Videobeschreibung schreiben, aber die meisten werden es wahrscheinlich eh nicht wissen. Oder vielleicht auch schon, würde mich freuen. Ich sag's jetzt nicht, wo es herkommt, dann könnt ihr raten, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, ich habe es jetzt mittlerweile schon zum 17. Mal gesagt oder so. Vielleicht auch nur zum 16. Mal, aber... Wir werden sehen. So. Irgendwas brauche ich, um die langweiligen von einem Ort zum anderen Geh-Sequenzen zu... überdauern. Mehr oder weniger. So. Und überspringen. Oh, ich finde das einfach so cool, aber ich will es nicht in die Länge ziehen. 6000 Speere. Weniger als halb so viel, wie ich erhofft hatte. 6000 werden nicht genug sein, um die Linien Mordors zu durchbrechen. Ziehe mich zurück. Aus seiner eigenen Hütte. Also seinem eigenen Zelt. Oh, den kennen mein wir Herr doch. Elrond. Du hast eine Übermacht gegen dich, Aragorn. Du brauchst mehr Männer. Echt? Es gibt keine. Es gibt jene, die das Gebirge bewohnen. Oh. Sie folgen niemandem. Sie werden folgen, doch nur dem König von Gondor. Tja, dann müsste man halt der König von Gondor sein. Die Flamme des Westens geschmiedet aus den Bruchstücken von Nazir. Wer ein solch mächtiges Schwert zu führen vermag, vermag es auch eine Streitmacht aufzustellen, die tödlicher ist als jede andere. Lasse den Waldläufer hinter dir. Folge nun dem Weg deiner Bestimmung. Und schneide dir nicht in die Finger. Beziehungsweise die Finger eines, ab. Das verflucht ist. Vor langer Zeit schworen die Menschen des Gebirges, dem letzten König von Gondor einen Eid, ihm beizustehen im Falle des Kampfes. Doch als die Zeit kam und Gondor in höchster Not war, flohen sie und verbargen sich an dunklen Orten im Gebirge. Und so verfluchte Isildur sie, niemals Ruhe zu finden, bis ihr Eid erfüllt sei. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind.
Die Toten halten ihn. Praktisch, wenn man so ein cooles Schwert hat.